Wenn man dann mal dagegen hält, dass wir in Erkenschwick oder auch in Aalen deutlich mehr Auswärtsfans dabei haben, als es unser Zuschauerschnitt zu Hause hergibt, wie erklärst du dir das? Das lässt sich rational wahrscheinlich gar nicht in Worte fassen, oder? Nein, also kann man absolut so sagen, aber das ist ja schon immer so ein Wattenscheider Phänomen gewesen. Ich kann mich damals in der Regionalliga erinnern, da sind 2000 Leute auswärts nach Oberhausen gefahren, beim Gewinn 2-0 und hatte dann mal im darauffolgenden Heimspiel gegen Homburg keine 1000 Zuschauer zu Hause. Das kann man keinem rational erklären. Da fragt man sich ja selber, wo die ganzen Leute geblieben sind, warum die nicht wiedergekommen sind. Gerade wenn man dann noch so einen sportlichen Erfolg hatte, dann geht man davon aus, dass eigentlich noch mehr Leute kommen. Eigentlich sollte man davon ausgehen, aber in Wattenscheid ticken auch auf dieser Ebene die Uhren ein bisschen anders als sonst wo. Aber wir nehmen so, wie es ist, wir haben alle keinen Einfluss drauf, denn die, die wir hier sitzen, wir sind eigentlich immer da und wir haben unsere Hauptausgaben gemacht. Eigentlich. Naja, wir wollen hier niemanden auf Finger zeigen, genau. Was wollte ich jetzt als nächstes fragen? Genau, in den letzten Jahren hat sich so fanmäßig auch wieder einiges entwickelt. Die Szene Watt ist als Aktivposten, was Support und auch was farbenfrohe Unterstützung angeht, in Erscheinung getreten. Wo kommen die Jungs auf einmal her? Das sind ja alles ganz junge Leute, die eigentlich früher, als es dem Verein auch einigermaßen gut ging, noch nicht so den Bezug zur SG Wattenscheid verloren hatten. Wo kamen die Jungs her? Wie wurde denen das schmackhaft gemacht, in die Leute zu gehen? Kannst du das mal so skizzieren kurz? Also die Leute, die jetzt hauptsächlich bei der Szene Watt aktiv sind, die waren auch schon größtenteils alle früher im Stadion. Das hat sich dann halt so ein bisschen mit dem sportlichen Abstieg verlaufen. Da es auch keinen geschlossenen Support mehr gab, sind die Leute nur noch unregelmäßig gekommen. Die waren aber größtenteils öfters mal alle da, zumindest der harte Kern. Und ja, dann hat man halt gesagt, in der Verbandsliga vor anderthalb Jahren, wir wollen wieder was aufbauen, wir wollen wieder alle an einem Strang ziehen. Und dann hat man sich halt zur Szene Watt zusammengeschlossen. Also quasi als legitime Nachfolger der Ultras, wenn man so will. Oder ist das eine ganz andere Geschichte? Wie seht ihr das? Wie definiert ihr euch? Nee, also das ist eine ganz andere Geschichte. Also von den ursprünglichen Ultras sind noch nicht mal eine Handvoll mehr in der Szene Watt vertreten. Und die Szene würde ich auch nicht als reine Ultra-Gruppierung sehen. Es ist ein Sammelbecken für alle aktiven Leute, vom Supporter über den Ultra-Orientierten bis hin zu ein paar Sportlichen. Aber das ist keine reine Ultra-Gruppe. Ihr habt jetzt auch einen Fanshop, einen eigenen Fanshop oder einen Verkaufsstand, sage ich mal, im Loheide-Stadion. Was gibt es da für Sachen? Was ist da eure Ausrichtung? Ja, also der kleine Stand, den wir da haben, gibt es hauptsächlich Buttons, Aufkleber, es gibt ein T-Shirt. Da verkaufen wir jetzt unter anderem auch Karten für die Saisonabschlussfeier. Solche Sachen halt, die ja eigentlich auch nur rein die Szene betreffen. Okay, dann nächste Frage an den Gogo. Wir wollen mal einen kleinen Blick über den Teich machen, über den Kanal und nach Schottland schauen. Da haben wir ja nach wie vor sehr rege Kontakte hin zu unserem schottischen Pendant, zum Queen's Park Football Club. Ja, wie ist da der aktuelle Stand der Dinge? Wie läuft es sportlich bei den Queen's Park und wann können wir mal wieder mit ein paar Gästen aus Schottland hier noch weiter rechnen? Ja, sportlich sieht es bei Queen's Park so aus, dass die zum dritten Mal in Folge Zweiter geworden sind in der Liga, was dann auch zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt. Die Relegation ist da allerdings eine andere als hier. Da spielt der Vorletzte aus der Liga darüber gegen den Zweiten, Dritten und Vierten der nächsten Liga. Das heißt, vier Mannschaften aufgesplittet in zwei Halbfinals mit Hin- und Rückspiel. Danach gibt es halt noch ein Finale und wer das Finale gewinnt, der ist dann sozusagen in der Liga darüber. Queen's Park hat es dann übrigens auch zum dritten Mal in Folge geschafft, direkt das Halbfinale zu vergurken. Ja, die sind halt ein bisschen verrückt. Ansonsten sportlich, der Trainer Gardner Spears ist jetzt, glaube ich, im fünften oder sechsten Jahr schon bei Queen's Park. Ist aber ein etwas älterer Kollege, ich glaube, lange bleibt er wahrscheinlich nicht mehr. Aber die sind sowieso ein Verein, der eigentlich sehr lange am Trainer immer festhält. Da gibt es nicht so wie woanders die Regularien des Geschäfts. Liegt vielleicht auch daran, dass der Verein als Motto Ludere causa ludendi hat, lateinisch für Spielen des Spielens wegen. Da bekommt keiner Geld. Das ist natürlich auch der Grund, warum man nur in der vierten schottischen Profiliga spielt. Wie finanziert sich dieser Verein? Das ist eine ganz legendäre Geschichte, denn soweit ich weiß, ist Queen's Park Football Club Eigentümer des Hampden Park Stadium und das ist das Nationalstadion von Schottland. Können die davon leben, das Stadion an den schottischen Verband zu vermieten oder wie hält sich dieser Club über Wasser finanziell? Kannst du das in Worte fassen? Ja, das sind sozusagen zwei Dinge. Das eine hast du angesprochen, der Hampden Park, das ist natürlich ein Fund.
Andererseits muss man natürlich auch immer schauen, dass man so eine große Veranstaltungsstätte, auf gut Deutsch gesagt, auch ständig ausverkauft bekommt. Kann man sich sozusagen auch hier in der komischen blauen Nachbarstadt angucken, die mit der Turnhalle. Die haben ja auch so ihre Probleme gehabt, die voll zu bekommen. Ne? Da wird ja auch mal die Maschinen drin gefahren. In Schottland gar nicht. Ne? Das ist doof, dass die kann. Ja, in Schottland gibt es grundsätzlich nie Schnee, habe ich da noch nie gesehen. Schnee schon, aber nicht den Wintersport an sich. Nee, den Wintersport gibt es da auch nicht. Es gab einen einzigen britischen Skispringer, Eddie Eagle. Ja gut, aber der andere Part aus der Finanzierung bei Queen's Park liegt natürlich daran, dass sie jetzt mittlerweile seit fast 20 Jahren die Firma Bar als Sponsor haben. Bar ist der Hersteller von Iron Brew. Und Iron Brew ist sozusagen das schottische Nationalgetränk, neben dem Whisky, versteht sich. In jedem anderen Land dieses Planeten ist Coca-Cola Softdrink Nummer 1, außer in Schottland. Schottland ist ja auch das einzige Land, in dem Herren Röcke tragen. Und von daher lässt sich dieser Wahnsinn vielleicht ein Stück weit erklären. Kannst du mal kurz zusammenfassen, wie dieses legendäre Bündnis zwischen der SG Wattenscheid 09 und Queen's Park damals entstanden ist? Viele wissen das vielleicht gar nicht. Ja, wie so viele Dinge im Leben war es eigentlich Zufall. Irgendjemand von den Blues Brothers aus Wattenscheid hat mal die 11 Freunde in die Hand bekommen und da stand dann ein Artikel über den Queen's Park Football Club drin. Und gut, die Blues Brothers waren sowieso immer schon so ein bisschen Schottland fixiert und haben dann einfach mal Keith McAllister angeschrieben, der, ja, ich würde sagen, sowas ähnliches wie der Fanbeauftragte vom Queen's Park Football Club ist. Offiziell gibt es da sozusagen keinen. Er ist halt Vorsitzender der Fanabteilung der Supporters Association, so kann man sehen. Die haben ihn halt angeschrieben, haben gesagt, pass mal auf, unsere Vereinsfarben sind auch schwarz-weiß, wir können uns da was vorstellen, vielleicht kommt mal irgendwann vorbei. So, und Kies ist ein absolut spontaner Mensch und mit Sicherheit hat er auch seinen Verrücktheitsgrad. Und sagte, joch, wisst ihr was, in 3 Wochen bin ich sowieso in Deutschland, weil ja die schottische U20-Nationalmannschaft in Stuttgart gegen Deutschland spielt. Da komme ich einfach mal vorher in Wattenscheid vorbei. Ja, da wurde sich im Charivari am Bahnhof getroffen. Der hat sich natürlich riesig gefreut, dass es da so viel Whisky gab. dann haben sie dem irgendwie einen Wattenscheid-Pulli geschenkt und seitdem war er dann Feuer und Flamme und hat in Glasgow, da oben wirklich von Queen's Park, jeden bekloppt gemacht und hat gesagt, diese Klasse, da müssen wir mal hin. Andersrum war es dann hier in Wattenscheid bei den Blues Brothers so, die haben gesagt, irgendwie müssen wir uns ja bei dem bedanken, dass er sich jetzt mit uns getroffen hat. Ja, fahren wir doch mal dahin. Und ja, es begann dann damit, dass irgendwie so 14, 15 Leute hier aus Wattenscheid nach Glasgow geflogen sind. Ich würde sagen, so ein halbes Jahr später. Das Ganze war 2004. Weiß ich noch deswegen ziemlich genau, weil wir da eigentlich hier das Derby gegen Bochum 2 hatten. Oh scheiße, ich hab's gesagt. Bochum, das ist eine Kiste Bier. Ja, da weiß ich den Kopf mal. Eine Kiste Bier. Mehr ist das nicht. Ja, man nimmt die verbotene Stadt nicht in den Mund. Und ein Trikot müssen wir leider einbehalten aus deiner legendären Sammlung. Ja, nimm das geplatzte. Ja, daher weiß ich es ja noch ziemlich genau, war 2004. Ein halbes Jahr später sind dann die Schotten hier aufgeschlagen. Irgendwann sind wir dann wieder raufgeflogen, die kamen wieder mit einem Tross runter. Und so ist das Ganze dann immer mehr gewachsen. Natürlich sind immer mehr Leute von hier da hochgeflogen, umgekehrt war es ganz genauso. Und darüber sind dann halt, ist nicht nur eine Fanfreundschaft entstanden, sondern halt auch viele persönliche Freundschaften. Da muss ich dann halt einfach meine persönliche zu Keith McAllister machen. Hervorheben, weil er mir auch menschlich mal richtig gut weitergeholfen hat, kann ich nicht anders sagen. Die Geschichte mit dem Schnee in Schottland ist nämlich eine ganz besondere. Ich habe im Dezember 2010 wollte ich eigentlich nur mal für ein Wochenende nach Glasgow, um mir da ein Fußballspiel anzusehen. Ich weiß, es ist ziemlich bescheuert, wenn man für die vierte Liga 2000 Kilometer fliegt. Dann kam ich freitags abends an, wir haben Whisky zusammen getrunken, schlafen gegangen. Am nächsten Tag fiel das Spiel aus wegen Schnee, denn es hatte die ganze Nacht geschneit. Okay, Celtic hat noch gespielt, die haben den Platz freigeräumt gekriegt, kein Problem, habe ich mir das angeguckt. Aber es schneite immer mehr und am Sonntag hatten wir stattliche 60 cm. Alle
Flüge sind ausgefallen über eine Woche lang. Ja, und wie das an so einem Flughafen dann aussieht, das kann man sich ungefähr vorstellen. Nachdem sozusagen alle Flüge gleichzeitig gecancelt worden sind, war unten so ein Schreibtisch, da saßen zwei nette Damen hinter und davor standen, ich würde sagen, etwa 800 Leute, die alle nur das Ziel hatten, ich brauche ein Hotelzimmer. Ich hatte das große Glück, dass ich mein Handy dabei hatte, den Kies angerufen habe und er hat gesagt, mach dir keine Sorgen, Junge, komm vorbei, dein Bett habe ich noch nie abgezogen, wir trinken gleich mal ein Bier zusammen. Ich meine, für ihn war das eine schöne Woche, er kam abends immer nach Hause, Essen war gekocht und so. Ja, aber das ist für mich trotzdem nie eine Selbstverständlichkeit gewesen. Das ist einfach eine super Geste. Andersrum ist es natürlich so, wenn er hier ein Bett braucht, dann weiß er ganz genau, der braucht nur anrufen. Und ja, so diese persönlichen Dinge haben natürlich den Ursprung in der Fanfreundschaft. Das hat sich dann aber auch ein Stück weiterentwickelt, dass das auch vereinsübergreifend, also auf Vereinsebene gelebt wurde. Queen's Park war zweimal hier, ich glaube 2013, dreimal sogar die Mannschaft. Haben sogar zweimal ihr Trainingslager oder war das dreimal mit dem Trainingslager, dass sie es hier bezogen haben? Aber beim ersten Mal, glaube ich, hat es dann sofort mit dem Aufstieg geklappt. Kann das sein? Die Wattenscheider Luft hat Magisches bewirkt, denn nach einem Trainingslager in Wattenscheid hat man sich nach langen Jahrzehnten zum ersten Mal aus der vierten Liga in die dritte Liga hocharbeiten können. Wattenscheider Luft, sag ich da. Ja? Ist eine tolle Geschichte gewesen. Das war auch so, ja, das ist richtig. Also die Wattenscheider Luft muss für auswärtige Mannschaften ziemlich förderlich sein. Es gab leider auch mal einen Fußball-Weltmeister, der hier trainiert hat. Italien 2006, ja. Ja. Ein Tag vom Halbfinale. Ja, traurige Geschichte. Mhm. Aber das war doch auch eine richtig geniale Geschichte, wie die Mannschaft dann hier von den Wattenscheider Fans wohlgemerkt in Eigenregie dann unter die Fittiche genommen wurde. Die Blues Brothers und das ganze Fanumfeld haben da wirklich sehr, sehr individuell Hand angelegt, den Mannschaften die Hotels besorgt, Fahrdienste eingerichtet, die Freundschaftsspiele organisiert. Das war großartig, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also es war schon, vor allem, es war im Prinzip eine Leistung von Privatpersonen. Da gab es keinen Sponsor, der irgendwie gesagt hat, pass mal auf, wir machen das jetzt hier. Außer, dass man vielleicht sagen könnte, wir haben damals die Busse von der Jugendabteilung dafür genutzt, die damals, glaube ich, sogar noch über die Firma Stallmann liefen. Das war dann aber auch wirklich alles. Alles andere ist wirklich auf privater Ebene gelaufen. Die Mannschaft war von 2006 bis 2008 sozusagen jeden Sommer hier im Trainingslager. Hat mit Sicherheit auch viel mit dem damaligen Präsidenten von Queen's Park, mit Gary Templeman zu tun, weil auch der nicht der normalste Mensch auf diesem Planeten ist. Diejenigen, die ihn kennen, können das auch. Der hat sogar mal seinen Mageninhalt in der Eule verteilt nach einer Siegesfeier. Kann das sein? Kann sein. Er hat sich aber er ist auch jemand, der weit vorausschauend ist. Er ist vorher schon zum Bernd an die Theke gegangen und hat gesagt, ich werde mich hier heute nicht sehr gut benehmen, das weiß ich schon jetzt, verzeih es mir bitte. Das war dann aber auch in Ordnung. Also man ist so ein Typ, man muss wissen, wie man ihn leben kann. Gut, aber er war halt derjenige, der damals immer dieses Trainingslager mit nach vorne getrieben hat. Vielleicht deswegen, weil er dann selber auch mit hier hinfliegen durfte. Kann natürlich sein, macht jetzt im eigenen Verein natürlich ein bisschen mehr Spaß. Gut, ist es so, jetzt gibt es gerade einen anderen Präsidenten bei Queen's Park, ob der jetzt nicht aufs Trainingslager steht oder vielleicht liegt es auch am Trainer, weil zweimal war die Mannschaft mit Billy Stark damals noch hier als Trainer, der jetzt übrigens schottischer U21-Nationalmannschaftscoach ist. Also auch ein bisschen aufgestiegen. Ja, und das letzte Mal mit Gardeners Biers, ich glaube, du warst schon gebucht. Naja, ich hoffe, dass das irgendwann mal eine Fortsetzung finden kann. Auf Fan-Ebene findet es sowieso und auf Vereinsebene schauen wir mal. Ein Rückspiel irgendwie in Glasgow lässt sich wahrscheinlich auch auf mittelfristige Sicht nicht realisieren, oder? Das ist schwer zu sagen. Also wir haben es sogar schon mal von einem ehemaligen Vereinsvorsitzenden versprochen bekommen. Da ist dann leider nichts draus geworden. Warten wir es ab. Also ich wäre auf jeden Fall sofort dabei. Ich würde mir das auch sehr gerne mal anschauen. Die SG Wattenscheid 09 auf internationaler Ebene in Schottland. Mike, ich stelle fest, mit Blick auf die Uhr, die Aufstiegsfeier ist noch keine 48 Stunden lang her und ihr seid schon wieder richtig gut bei Stimme. Habt ihr etwa gar keinen Alkohol zu euch genommen? Wie habt ihr den Aufstiegsabend verhindert bekommen? Also erstmal muss ich sagen, natürlich nicht.
Ihr habt euch alle geschont für die Show. Wir haben uns natürlich geschont, genau. Nach dem Abpfiff ging es natürlich sofort ins Bett, um dann sich schon mal langsam auf diesen Abend hier vorzubereiten, ganz klar. Die Wahrheit liegt ein bisschen eine andere und ich denke, wir haben alle kräftig gefeiert und nicht zu wenig. Zu viel feiern kann man nicht unbedingt, aber dafür haben wir ja Sonntag, glaube ich, auch nochmal einen Tag. Und wenn die Jungs hier gleich nochmal reinstürmen, man weiß ja nie, was passiert, wenn ich an die Pressekonferenz von Mittwoch denke, die ja auch nicht mehr oder weniger, sondern die ja ausgefallen ist. Mir lief es eiskalt den Rücken runter, kann ich nur sagen. Und das nicht nur vor Begeisterung, sondern auch vor Schaumwein der Sonderangebotsklasse. Ganz, 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 ganz feiner Tropfen, ganz genau. Ich saß zwar ein bisschen weiter hinten, aber ich bin da auch nicht ganz trocken rausgekommen aus dem Laden. Und von daher denke ich, haben wir da eine würdige Geschichte draus gemacht. So soll es auch sein. Wir steigen nicht jeden Monat auf, aber so einmal im Jahr ist schon nicht schlecht. Definitiv. Oh, wie hast du das empfunden am Mittwoch? Was war das für ein Moment für dich? Ja, das war für mich natürlich ein Moment, wenn ich jetzt einfach mal so, sagen wir mal, 2-3 Jahre oder auch 4 zurückdenke, als wir so in der 6. Liga gespielt haben, ich erinnere an ein eiskaltes 1:2 zu Hause gegen die zweite Mannschaft von Arminia Bielefeld vor 152 Zuschauern im Lohheide-Stadion. Und wenn man sich dann so ein Spiel vor einem Jahr gegen Bergisch Gladbach anschaut, wo es meiner Meinung nach immer noch, Gott sei Dank, nicht geklappt hat, denn wir sehen alle von diesen Relegationskandidaten, wer da alles wieder runtergeschossen worden ist. Die 4. Liga wäre damals mit Sicherheit zu früh gewesen. Jetzt am Mittwoch, ganz klarer Fall, der Verein hat sich weiter verändert, die Mannschaft hat sich entwickelt und ist dank einer sehr souveränen Hinrunde mit genug Polster auch jetzt noch sicher in der Rückrunde aufgestiegen. Emotional hat das bei mir natürlich auch schon so einiges bewegt. Diverse Flüssigkeiten kamen dazu. Aber das ist der Körper gewohnt, nicht wahr? Ja, also Tag für Tag. Trainingslager in Schottland ist schon nicht ohne. Ist ein Härtetest, ne? Fürs Leben. Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja in den letzten beiden Jahren auch regelmäßig da aufs Fanclub-Turnier geflogen. Ist vielleicht auch nicht so ganz normal. Bucki, wie hast du denn den Mittwoch erlebt? Du hast nur eine kleine Gesichtsverletzung erlebt. Hat das mit Fußball zu tun oder wie ist das passiert? Ja, das war aber jetzt nicht Mittwoch, das war schon den Sonntag davor in Aalen. Da habe ich Teile von dem Böller abgekriegt, der explodiert ist. Aber nichts ist weiter passiert, nur so ein bisschen. Ja. Nur der Kopf. Nur der Kopf. Ja. Ob ich jetzt noch so kürzer bin oder nicht, ist ja bei mir eh nicht mehr so vom Belang. Von daher. Ja, also es ist natürlich so ein Aufstieg immer eine sehr emotionale Angelegenheit. So den Tag davor, schon auf der Arbeit, man denkt eigentlich fast nur an das Spiel und ja, bis es dann endlich losgeht, ist schon eine harte Sache. Zwar nicht ganz so extrem wie damals vor dem Aufstieg in Aalen, wo da die Aufstiegsfeierlichkeiten ja schon eigentlich einen Abend vorher anfingen. Aber das ist natürlich eine wahre Sache, vor allem, wie gesagt, wenn man jetzt einfach bedenkt, wo der Verein vor 3 Jahren stand. Damit konnte zu dem Zeitpunkt damals einfach keiner rechnen, dass wir nächste Saison wieder Regionalliga spielen. So sehe ich das nämlich auch. Ja, ich war Leidtragender auf der Pressekonferenz, da haben einige Spieler ganz schön nass gemacht, war mir eine Riesenfreude und der Übeltäter, der Lukas Lenz, hat mir versprochen, als Wiedergutmachung macht er nächste Saison 10 Tore. Also in dem Sinne ist das kein Thema, dass ich ihm großartig nachtragen werde. Die Nacht habe ich dann auch bis 3:30 in der Eule verbracht und weil ich dann am August-Bebel-Platz kein Taxi nach Hause bekommen habe, habe ich mir den Schlüssel zur Chronik genommen, habe mich hier auf die schwarze Couch gelegt, bis 8:30 schön ausgepennt, habe auch kein Kölzerchen gemacht, also ihr sitzt alle im Sauberen, es ist alles gut. Schön! Ja, damit haben wir jetzt ein riesengroßes Ziel vor Augen, die Fußball-Regionalliga. Was bedeutet dir das fantechnisch? Könnt ihr euch da als Szene Watt mal wieder richtig entfalten? Was habt ihr vor? Habt ihr Pläne oder habt ihr da noch gar nicht im Detail drüber nachgedacht? Ja, also richtig entfalten glaube ich eher nicht. Das könnte man jetzt eher in den Jahren, weil jetzt in der Regionalliga kommen halt wieder diverse Sicherheitsbestimmungen auf einen zu. Man muss Material vorher anmelden, Choreos. Das wird alles nicht mehr so einfach, wie es mal war. Aber es ist natürlich ein Highlight, sich einfach mit anderen Kurven wieder messen zu können, was ja in der Liga leider bis auf 2-3 Ausnahmen viel zu kurz kam. Also wenn ich jetzt so sehe, wir spielen gegen Essen, gegen Uerdingen, da freut man sich natürlich jetzt schon drauf. Ganz klare Sache.
Guru, wo siehst du die Mannschaft in der Regionalliga aufgestellt? Wo geht es sportlich für uns hin? Also mehr als der Klassenerhalt, denke ich, sollte man nicht als Ziel ausformulieren, oder? Ja, ich denke mal, der Klassenerhalt sollte auf jeden Fall das Ziel sein, sich mehr vorzunehmen. Klar, mehr kann passieren. Wir haben es ja auch diese Saison gesehen. Der Aufstieg diese Saison war ja eigentlich noch gar nicht sozusagen geplant. Aber ich denke mal, mehr als der Klassenerhalt wird nächste Saison nicht drin sein. Wenn wir den schaffen, dann sollte das auf jeden Fall auf einer vernünftigen finanziellen Basis passieren. Und ich glaube, dass die im Moment auch gegeben ist. Ja, und auf den Mike als Fanbeauftragten kommt ein Batzen Arbeit zu. Denn neben dem sportlichen Erfolg wird sich dann auch strukturell einiges im Umfeld des Vereins verändern. Nicht nur in der Fanszene, sondern der Arbeitsbereich wird ein bisschen wachsen. Ne? Freut sich aber drauf, denke ich mir. Na klar. Ich denke mal, die ganze Geschichte, die ich jetzt seit ein paar Jahren mache, die mache ich jetzt auch nicht nur, weil ich irgendwie in so eine Rolle reingedrückt wurde, sondern weil ich da auch Spaß dran habe, weil ich das gerne mache und halt auch Woche für Woche immer mehr mich damit identifiziere, ist ja ganz klar. Natürlich wachsen die Aufgaben dann wieder, natürlich hat man dann auch im Vorfeld des Spiels, was jetzt eigentlich auch schon wieder der Fall war, jeden Tag 3-4 Telefonate, wo es denn hingeht, was wir machen und was geplant ist. Die Anrufe der Polizei, die werden sich jetzt auch wieder mehr häufen. Also ich sag mal, momentan bin ich auch nicht mehr abgeschreckt, wenn sich die Polizei bei mir meldet. Am Anfang war es immer so ein bisschen Upsala. Ich habe nichts gemacht, aber die melden sich eigentlich auch vor jedem Auswärtsspiel immer diejenige Dienststelle und das wird sich jetzt natürlich ganz klar häufen, da machen wir uns nichts vor. Aber solange sich unsere Jungs auch schön überall benehmen und keine Übergriffe planen, wovon ich jetzt aber auch nicht ausgehe, sollte die Geschichte aber auch dann im Rahmen weiterlaufen, so wie es in den Jahren davor auch war. Und da habe ich Bock drauf. Haben wir alle Bock drauf. Wir freuen uns auf die Saison 2013-14, die Ende Juli bereits beginnt. Vielleicht mit einem richtigen Kracher, vielleicht auch nicht. Die Kracher sind auf jeden Fall vorprogrammiert, wenn man sich nur das Line-Up der Regionalliga West anschaut. Ja, ich freue mich, dass wir uns alle freuen konnten am vergangenen Mittwoch. Am Sonntag setzen wir die Siegesfeier noch ein klein wenig fort im Loreide-Stadion mit sehr günstigen Kaltgetränken. Freier Eintritt für alle Damen, freier Eintritt für alle Kinder bis 14 Jahre. Ich sage euch herzlichen Dank, dass ihr der SG Wattenscheid 09 über all die Jahre so treu und gewogen geblieben seid und freue mich mit euch auf die kommenden Aufgaben. Herzlichen Dank, Mucki, herzlichen Dank, Gogo und vielen Dank unseren Filmauftragten Mike Knobel. Damit schließe ich die erste Runde und als nächstes kommt gleich die Mannschaft und auch der ein oder andere Vereinsfunktionär hier auf der 09-Bühne zu Wort.